Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich begrüße euch zu meinem 1000 Abonnenten Spezial und für mich sind 1000 Abonnenten eigentlich nichts Besonderes, weil es mir ja nicht darum geht, irgendwie Geld, irgendwie Fame zu sein oder so. Das will ich nicht. Das will ich gar nicht sein. Das sag ich euch auch, wie es ist. Und mir geht's einfach nur um den Spaß. Aber ich dachte einfach mal, ich möchte einfach mal so ein 1000 Abonnenten Spezial machen. Ja, ich weiß jetzt, dass ich sehr viele Hater jetzt, dass sehr viele Hater zuschauen werden. Und ich möchte euch einfach sagen, ich bin nicht das, was vorgetäuscht zu sein. Ich meine, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin Koch vom Beruf und war auch nie in dieser ganzen YouTube-Geschichte irgendwie geldgeil. Ich habe zum Beispiel nie geschrieben, abonnieren, liken, wie das ja bei vielen YouTubern zu sehen ist. Da fängt schon das Video an. Erstmal Werbung. 5 Sekunden, da muss ich überspringen. Da kommt abonnieren, liken als Werbung. Und dann am Ende nochmal abonnieren, fett liken. Da denke ich mir wirklich auch meinen Teil, was ist das? Was sind das eigentlich für Menschen, die ein so vollpumpen mit Werbung, ein vollpumpen mit abonnieren, liken? Finde ich nicht in Ordnung. Sag ich euch ganz ehrlich, das ist nicht mehr die Community, wie es damals war. Damals hat man ein YouTube-Video gemacht, da war keine Werbung eingeblendet. Abonnieren, liken, das gab's alles gar nicht. Da hat man das Video gemacht und wenn es einem gefallen hat, hat man es geliked. Und wenn es einem gefallen hat, hat man abonniert. So war das damals. Und das waren noch die guten alten Zeiten. Und die Zeiten sind auch vorbei. Und ein ganz bekannter YouTuber hat diese ganze Scheiße auch nicht mehr ausgehalten. Und zwar, es ist KielerJunge94, ich sag's wie es ist. Und Dr. Kaboom, auch ein ganz bekannter YouTuber, macht keine Videos mehr. KingMando96, der dieses Rambo-Abo-Treffen geleitet hat, macht ebenfalls keine Videos mehr. Alle mit dieser Begründung Geldgeilheit. Und das ist einfach so traurig. Aber es ist ja ein 1000-Abonnenten-Spezial. Da habe ich einfach mal gedacht, jetzt erwähne ich das einfach mal. Knallhart, wie es ist. Aber es geht mir auch um tolle Sachen. Tolle Abonnenten. Und ich sage auch immer, ich habe die sozialsten Abonnenten auf YouTube und da lege ich auch meine Hand in die Fritteuse. Ich habe die sozialsten Abonnenten. Richtig geile Leute, mit denen man sich gut artikulieren kann. Artikulieren, das ist ein Wort jetzt, das bedeutet, also mit dem man gut labern kann. Nö, artikulieren, das habe ich mal in der Schule gelernt. So, wir spielen ja infiziert jetzt und es wurde bisher nur 2 Infizierte haben wir schon. Und ich habe ja immer das Problem, dass ich gleich am Anfang immer sterbe. So. Ich kann erst wieder weiter labern, wenn ich einen Kill habe. Damit ich einen Kill in der Tasche habe, da fühle ich mich auch gut. Genau. Jo, ich fing vor über einem Jahr an. Jetzt suchen wir weiter mal nach den Feinden. Können wir mal gucken. Ach, da vorne läuft einer. Warte, der ist, glaube ich, ins Haus reingerannt. Ja, ich fing auf jeden Fall vor über einem Jahr an. Und mit YouTube und hab damals ja mit meinem Handy aufgenommen. Ganz, ganz, ganz normal. Und hab auch nichts gegen Handy-Let's Player. Ich schaue mir ab und zu gerne Handy-Let's Plays an. Das heißt, Let's Play, was mit dem Handy aufgenommen, mit dem iPhone aufgenommen wurde, habe ich gar keine Probleme damit. Habe ich absolut keine Probleme damit, sowas anzuschauen. So. Jetzt ist natürlich wieder eine ganz gefährliche Situation. So fing ich auch an mit YouTube. Mein erstes Video war, glaube ich, so eine Eidechse. Und mein erster Abonnent war, glaube ich, oder meiner ersten Abonnenten war Don Camora. Damals hieß er noch, wie hieß er damals noch? Ach Leute, so lange her schon, Don Camora. Wenn du zuschaust, ich wünsche dir auf jeden Fall ein großes Moin Moin. Da oben ist einer. What the fuck, der fliegt ja mal richtig. Ja. Wie schon gesagt, für mich ist ein 1000 Abonnenten nichts anderes als eine Zahl, weil, jo, es ist ja ein Hobby. Ja, wenn ich 100.000 Abonnenten habe, habe ich 100.000 Abonnenten. Wenn ich 1 Million Abonnenten habe, habe ich 1 Million Abonnenten. Ich brüste mich nicht damit. Oh, ich habe 1 Million Abonnenten. Hey, 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 Magnum, ich habe 1 Million Abonnenten. Hey, 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 respektier mich. Lutsch meinen Schwanz. Sowas zum Beispiel. Ist nicht meins. Will ich auch gar nicht sein. Genau. So. Ah ja.
Komisches 1000 Abonnenten. Spezial. Ja, jetzt möchte ich nochmal über ein Thema sprechen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, aber Obdachlosigkeit auf der Straße. Leute werden ja als Penner bezeichnet. Finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Ich war ja in Hamburg, Leute, und habe die soziale Leid erleben dürfen. Ich möchte nochmal eins sagen, Leute. Bitte, wenn ihr nächstes Mal einen Obdachlosen seht, spendet diesem Menschen Geld. Ja, das sind meine letzten Worte, die ich sage zu meinem 1000 Abonnenten-Spezial. Die Leute haben es wirklich nötig. Es gibt die Battle-Mafia, aber nur wegen der Battle-Mafia heißt das nicht, dass wir die Leute ignorieren sollen. Und ich denke, das ist ein guter Abschluss, weil jetzt habe ich noch was Gutes getan. Einfach hier ein bisschen gesagt, hey, ja, Obdachlosigkeit, bisschen Geld spenden. So, das ist für mich, das sind für mich Werte. Obdachlosen Geld geben. Das sind Werte, Leute. Das sind Werte. Und nicht irgendwie Hurensohn schreiben. Das bringt nichts. Das sind keine Werte. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall, Leute. Ich bin der junge Zocker, Florian Koch vom Beruf, drittes Lehrjahr, Libanon Elite, Cola-Clan. Ciao und bis dann. Vielen Dank.